Heute mal wieder ein kleines Update. Es gab Nachwuchs, aber leider nicht Arbeiterinnen, sondern Männchen. Zwei Stück. Sehen ein bisschen anders aus als die Damen. Sind gerade ziemlich ruhig. Es waren mal 12 Arbeiterinnen. Eine, keine Ahnung wo die ist, die fehlt seit Tagen, seit 2 Wochen, fehlt die jetzt schon. Und eine rennt jetzt hier gerade da drüben rum. Muss ich kurz hoch. Die hat schon von Anfang an ihren einen Fühler verloren. Und jetzt ist der andere Fühler irgendwie so komisch, manchmal so richtig rund. Und sie rennt nur noch komisch rum. Ich weiß nicht, was sie da macht. Ich vermute, wenn sie noch länger so rumrennt, seit gestern rennt sie so rum, dann wird sie vermutlich in den nächsten Tagen leider sterben. So habe ich das Gefühl. Und man sieht den einen Fühler so rund, wenn sie immer an die Scheibe geht. Das sieht man, ja. Ich hoffe, das sieht man nachher in dem Video. Also, ich weiß nicht ganz. Wenn jemand weiß, was es sein könnte. Also jetzt ist sie gerade wieder ein bisschen ruhiger. Aber vorhin ist sie extrem rumgerannt. Dann habe ich sie auch in Reagenzglas getan. Und wieder gezwungen ins Nest zurückzugehen. Da war sie dann bei ihren anderen Damen und war da wieder ganz ruhig, als wäre nichts gewesen. Und 10 Minuten später rennt sie wieder. Da sieht man jetzt gerade den Fühler, wie rund der ist am Schluss. Für mich nicht normal, aber okay. Und ja, nach 10 Minuten ist sie dann wieder rausgekommen und wieder rumgerannt wie eine Verrückte. Ja. Das war's erstmal. Mal sehen, wann der nächste Nachwuchs kommt. Wie gesagt, 2 Männchen habe ich. Ich hoffe, es werden bald ein paar mehr Arbeiterinnen, dass hier mehr Action ist. Habe ja noch genug Eier, Larven, Puppen. Ja, und seit heute Morgen liegt auch hier oben, jetzt sieht man das, liegt hier eine Puppe. Jetzt sieht man es. Warum die da oben liegt? Keine Ahnung. Haben sie heute Nacht hochgetan? Vielleicht ist die nichts mehr? Ich weiß es nicht. Oder... Nein, das ist eine leere. Das sieht man gerade. Oh, Entschuldigung. Das sieht man. Sie ist offen. Sie ist leer. Haben sie da oben hingetan zum Aufräumen? So. Jetzt nochmal zu den Damen da unten. Da das Männchen hier oben. Ja, das zweite. Und jetzt sind gerade ja nur noch 10 im Bau, 10 Damen. Aber man sieht da einen Haufen Puppen. Larven sehe ich jetzt gerade keine, aber wo ist sie? Hier, die da hinten hat ja auch wieder ein ganzes Eierpaket im Maul. Und ja, die da drunter hat auch noch ein paar. Ich muss immer wieder an der Kamera vorbeigucken. Sehe ich doch ein bisschen besser, so mehr sehe ich jetzt auch nicht. Ja, Larven hat jetzt keine mehr, aber wieder Puppen. Ja, mal schauen, was die Tage, Wochen so bringen. Also, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao.